Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und erstmal vielen, vielen Dank für all die tollen Kommentare, die ihr letztes Mal drunter gepostet habt. Da haben wir uns alle bei AIDA sehr drüber gefreut. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zum neuen Magazin. Entertainment Manager Danny hat uns ein wunderbares, spannendes Interview geschickt. Danach seht ihr tolle Tierbilder und zuletzt zeigen wir euch, wie sehr wir euch vermissen. Viel Spaß! Genau wie bei euch zu Hause läuft es ja in Sachen Versorgung auch an Bord ein bisschen anders als im Alltag. Und da hat Entertainment Manager Danny sich mal hingesetzt mit der F&B-Direktorin Maike und sie haben darüber gesprochen. Und das seht ihr jetzt. I'm a hungry man. Immer wieder bekommen wir die Frage, ihr seid nun schon so lange ohne Gäste unterwegs, ihr könnt nirgendwo anlegen, geht euch nicht irgendwann das Essen aus, müsst ihr langsam verhungern. Und sind die Restaurants an Bord geöffnet? Habt ihr jetzt so richtig Halligalli an Bord, wenn keine Passagiere da sind? Nein, so ist es tatsächlich nicht. Was genau bei uns an Bord los ist, das würde ich euch heute gerne zeigen. Und dafür habe ich mir unsere F&B-Direktorin Maike Fargs eingeladen. A hungry man. Die Verpflegung hat sich natürlich ein bisschen geändert. Wir sind auch von unten aus Deck 3 sind wir ausgezogen. Wir sind oben in die weite Welt reingezogen. So können wir auch die Crewmesse einmal wirklich richtig, richtig sauber machen. Und alleine oben auch das Licht und so weiter, das macht das Ganze doch ein bisschen angenehmer. Das heißt, die Crew ist oben. Wir gucken, dass wir den ganz normalen Crew-Speiseplan, wie er ja immer vorgeschrieben ist, dass wir den auch genauso fahren können. Aber natürlich haben wir dann auch noch die Ware an Bord, die dem Gast ja zustand. Und da gibt es Verfallsdaten. Diese Verfallsdaten, dass die Speisen, die eben dann auch dieses Mindesthaltbarkeitsdatum haben, die werden mit hochgezogen und die werden natürlich auch mit verkocht verarbeitet. So, damit wir dich auch glücklich kriegen. Ja, jeder weiß, es ist mein ganz großer Fetisch. Essen, Essen, Essen. Ohne gutes Essen geht es einfach nicht. Aber wenn ich jetzt als Außenstehender gucken würde, es ist jetzt nicht so, ich kenne die AIDA Luna, die essen im Weite Welt Restaurant, die haben jetzt ja ein Mega-Buffet da oben mit dem Teppanyaki-Grill und mit hier Salatbar und das sieht schon ein bisschen anders aus. Genau, das hätte sich wahrscheinlich wirklich jeder gewünscht, aber nein, ganz so ist es dann doch nicht. Wie gesagt, der Crew-Speiseplan wird eingehalten. Aber eben zusätzliche kleine Highlights, eine kleine extra Kochstation, eine kleine Dessertstation. Gestern gab es ganz leckeren Kaiserschmarrn, so all solche Sachen. Aber die Teppanyaki-Platte, all das natürlich nicht. Nein. Wie lange kommen wir dann mit dieser Ladung jetzt hin, die wir an Bord haben? Vielleicht, um die Leute mal zu beruhigen, dass hier keiner verhungern muss. Also die Vorräte reichen auf jeden Fall für 2 Monate noch, das ist kein Problem. Wir haben ja auch viel Gefrorenes an Bord. Allerdings natürlich, die Frischware ist immer, wir können keinen Salatkopf 2 Monate irgendwo liegen lassen, das ist ganz klar. Da bekommen wir aber auch noch mal was jetzt dann am Wochenende. Ich finde das ganz faszinierend. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie plant man sowas? Also man hat ja auch als Laie keine Vorstellung, wie groß die Lager sind, die man eigentlich an Bord hat, was man da alles eingefroren hat. Kannst du vielleicht da über diesen Prozess ein bisschen was sagen, wie sowas geplant wird oder wie man sowas im Voraus berechnet? Wir haben ja immer das ganz normale Tagesgeschehen, auch in der normalen Operation, wenn also ganz normal die Reisen stattfinden. Das heißt, wir wissen ja, was die Crew durchschnittlich verbraucht. Wir wissen auch, was ein Menüspeiseplan haben wir ja. Und dieser Speiseplan ist im System so hinterlegt, dass wenn wir eingeben, wir haben 601 Crewmitglied an Bord, dann schmeißt es mir Zahlen raus. Dass wir im Moment vielleicht einen anderen Verbrauch haben, weil wir vielleicht auch ganz andere Arbeit machen. Denn die oben am Pooldeck schrubben, haben, ich denke mal, bei weitem auch mehr Hunger. So, dass wir das anpassen können und anpassen müssen auch. Aber ansonsten, das System arbeitet schon sehr gut für uns. Die Erfahrungswerte sind da. Und der Proviant, der an Bord ist, wird eben so eingepflegt mit den Kilozahlen, dass wir dann am Ende auch genau wissen, was wir rauskriegen können. Also ich finde es sensationell, ein Mega-Job, den ihr da leistet. Wir haben jetzt über die Crewmesse gesprochen, unser Restaurant, aber auch bei der Crewbar hat sich ein bisschen was geändert. Unten die Crewbar, die sich sonst auf Deck 1 befindet, die ist erstmal stillgelegt. Wir sind jetzt hochgezogen nach draußen, wir sind an die Poolbar gezogen, haben dort unsere ganz normalen Crewbar-Artikel, die wir rausgeben können, mit der die Crew sozusagen am Abend nach Feierabend auch glücklich gemacht wird. Sei es vielleicht ein Bier, sei es ein Glas Wein, die alkoholfreien Getränke und auch Schokolade. Schokolade, Zigaretten, ganz, ganz wichtig. Was zu Hause in Deutschland? Das Klopapier. Bei uns die Schokolade und die Zigaretten. Nein. Genau. Wie geht's weiter? Hast du für dich die Corona-Geschichte jetzt mal ausgeklammert? Hast du für dich noch Wünsche und Ziele, die du an Bord erreichen möchtest oder überhaupt noch erreichen möchtest? Einfach mit Gästen hier auf den Schiffen glücklich sein. Tolle Zeiten. Und auch an euch an den Bildschirmen ein herzliches Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen klären und ihr wisst jetzt so ein bisschen mehr darüber Bescheid, wie es hier bei uns an Bord zugeht ohne euch. Nichtsdestotrotz warten wir weiterhin darauf, dass ihr bald wieder zurückkommt. Bis dahin sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Danny. Tschüss! Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsrubriken, nämlich Tiere. Letztes Mal hatten wir den Osterhasen. Ihr erinnert euch, den Faltkurs für den Osterhasen. Da habe ich euch mal einige der schönsten Exemplare mitgebracht. Und jetzt kommen wir zu den Tieren, die man bei uns auf den Ausflügen kennenlernen kann. Und da haben wir einfach mal einen bunten, tollen Best-of-Spot zusammengestellt. Guck mal.
Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr heute hier unten drunter eure schönsten Tierbilder von den Ausflügen posten. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem. Und zwar die Kollegen von der Kara haben uns einen Film geschickt, einen sehr lustigen Film. Und der zeigt so ein bisschen, wie wir weiter am Ball bleiben, wie wir weiter trainieren und uns riesig freuen, wenn ihr endlich wiederkommt. Hallo, herzlich willkommen. Natürlich erkläre ich Ihnen gerne das Internet. Sie verbinden sich einmal mit unserem WLAN AIDA Kara. Dort öffnen Sie dann in Ihrem Browser unser Bordportal, wählen Sie irgendeine Seite an oder geben login.com ein und dann verbinden Sie sich mit unserem Bordportal. Dort können Sie sich ins Internet einwählen. Dort sehen Sie auch die verschiedenen Tarife. Natürlich haben wir auch einen kleinen Fragebogen für Sie, wo nochmal alles drinsteht, wie Sie sich einloggen, wie Sie sich ausloggen, was Sie noch mehr machen können. Hamm 01, ach schön, ja, schöner Ausflug. Ja, ich habe letztens die Hamm 03 gemacht und das war auch sehr schön, ja. Liebe Gäste, wir steigen jetzt aus zu unserem ersten Fotostopp. Bitte folgen Sie dem Kussmund. Hier auf der rechten Seite sehen Sie unseren leeren Pool. Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Sehnsuchtsbilder. Ich zaubere euch das AIDA-Urlaubsgefühl direkt ins Wohnzimmer mit der tollsten Musik von Bord. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Not that every time to say goodbye, it's just every time you try to tell me, that you love me. Oh, each and every single day, I know I'm gonna have to eventually give you. And baby, all I need from you is I